Übrigens, dieser Vers, Allah Ta'ala erwähnt hier, kommt dem Gebet nicht näher, wenn ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Al-Ghazali sagte etwas ganz Schönes. Er sagte, Allah Ta'ala spricht hier von der Trunkenheit, die durch den Khamr und so weiter ausgelöst wird. Aber er sagt, es gibt noch eine andere Trunkenheit, die Trunkenheit, die ausgelöst wird durch das durch das materielle Diesseits, die Beschäftigungen. Und Allah Ta'ala hat dem Betrunkenen verboten, das Gebet zu betreten, weil er nicht weiß, was er sagt. Richtig? Weiß nicht, was er sagt. Er sagt einfach, er lallt irgendwas vor sich hin und weiß nicht, was er sagt. Und er sagt, wie viele Menschen, die nicht betrunken sind vom Alkohol, haben genau diesen Zustand. Steht im Gebet und rattert irgendwas runter, aber er weiß gar nicht, was er da sagt. Er ist gar nicht dabei. Das ist fast dasselbe.